So, kein Intro, weil ich habe ganz normal das Video gedreht und ich füge das davor einfach hinzu, weil ein bisschen Statement noch zum Video von gestern, weil wir haben uns endlich ausgesprochen. Haben wir das Problem gelöst? Nein. Aber zumindest wissen jetzt, sind alle jetzt auf demselben Stand. Alle wissen, was das Problem war oder was das Problem ist. Immerhin habe ich das geschafft mit dem Video von gestern. Ein paar Sachen muss ich richtigstellen. Das war natürlich meine Sicht der Dinge. Und das ist mein Video, mein Kanal, meine Sicht der Dinge. Tati hat seine Sicht, Chong hat seine Sicht, Nico hat seine Sicht und natürlich Barış hat seine Sicht. Das war nicht meine Absicht, Barış schlecht dastehen zu lassen. Klar, das mit den Strikes ist immer noch ein Hinter-Move, war und ist und bleibt ein Hinter-Move. Aber das ist jetzt nichts Weltbewegendes, nichts, das unsere Freundschaft hier zerstört. Das war ein Nebenfaktor. Was Barış an mir und Tati gestört hatte, war, dass wir nicht verstanden hatten, was das Problem war, warum er ausgeflippt ist. Ihm taugt das Wort nicht, aber er ist ein bisschen ausgeflippt. Er hat die Geduld verloren. Und für uns Außenstehende war das ein bisschen aus dem Nichts. Weswegen ich dann gesagt habe, hey, yo, was ist das? Wieso macht ihr wegen so einem Schmarrn Stress? Und das hat ihn getriggert, weil für ihn war es kein Schmarrn. Für ihn war es ein großes Problem. Ein sehr wichtiges Anliegen. Und wir haben es nicht gecheckt. Offensichtlich, ich habe es nicht gecheckt, weil ich bin der Pitbull. Bin ich sensibel, aber selbst Tati hat es nicht gecheckt und er ist Mr. Einfühlsam. Keiner hat gecheckt, dass Barış ein tiefgründigeres Problem hat mit Nico. Klar, die streiten sich zur Frei, dies, das, aber wir haben nicht vollkommen verstanden, dass er wirklich ein großes Problem mit Nicos Art hat. Dazu kommen wir gleich noch. Und deswegen war er in uns enttäuscht. Kann ich verstehen, aber gleichzeitig, wir wussten es nicht mal, also wir haben es nicht verstanden, was das Problem überhaupt war. Barış hat sich missverstanden gefühlt und endlich gesagt, was Sache ist. Und jetzt haben wir alle Karten auf den Tisch gelegt. Barış war ein bisschen angepisst an dem Abend von anderen Sachen. Dann hat er die Geduld verloren mit Nico, mit dem er eh ein Problem anscheinend gehabt hatte. Wo wir halt immer dachten, ja okay, das sind nur ein paar kleine Streitereien. Für uns halt, weil wir sind andere Menschen. Für uns sind das vielleicht Kleinigkeiten, aber für ihn hat das halt sehr mitgenommen. Und die Tatsache, dass wir dann immer gesagt haben, hey, chill's mal, es gibt doch gar kein Problem, war halt für ihn schlimm, weil für ihn gab es ein Problem. Und er dachte sich dann halt so, wir supporten ihn nicht. Und dann natürlich noch um drauf, wir supporten ihn nicht, obwohl er so viel für uns macht. In Sachen TVA, Finanzen und Bitcoin. Und in dem Fall, muss ich sagen, bin ich eigentlich vollkommen bei ihm. Kann ich ihn eigentlich 100% nachvollziehen. Nur wusste ich das da zu der Situation nicht, also gestern. Weil TPT und TVA sind in dem Fall dasselbe und deswegen kann ich ihn zu 100% nachvollziehen. Das ist ja so wie ich mit TPT und den Videos und dem Kanal, dass ich nicht fühle, dass ich supported werde. Obwohl ich so und so viel für uns opfere. Und deswegen kann ich vollkommen nachvollziehen, wieso er angepisst war auf mich und Tati. Wir haben halt das nicht gecheckt, dass er ein größeres Problem hat und dass der Stress nicht aus dem Nichts kam und es hat halt nicht geholfen und ich bin halt bereit, für meine Ziele alles zu geben, alles zu opfern. Auch dass er uns verlassen wird. Also Real Talk, safe wird er uns irgendwann verlassen, aber nicht deswegen, also nicht in der Art, sondern ein bisschen, weil er ein bisschen abgespaced ist, er denkt, er wird abgehört und sowas. Und ich kann mir safe vorstellen, dass wir irgendwann mal aus dem Nichts nichts mehr von ihm hören, weil er irgendwo in Panama ist, weil er nicht mehr getrackt werden will oder sowas. Aber jetzt, dass er abgespaced ist und auf der Stufe ist und wir aber hier immer noch Erdlinge sind, das stört ihn an sich nicht. Also das war ein Missverständnis, also er will immer noch mit uns chillen und gammeln und ein normaler Erdling sein. Was ihn aber stört, ist Nikos Negativität und ich will jetzt Nico nicht schlecht dastehen lassen, also so wie ich im Video gestern nicht Barış so schlecht dastehen haben lassen wollte, wie es dann am Ende rübergekommen ist, genauso wie ich jetzt Nico nicht schlecht dastehen lassen als Mr. Negativität. Ich glaube, Nico, den juckt sowas auch nicht so. Also er ist nicht so sensibel wie Barış. Und das war halt das Grundproblem, dass er mit der Art nicht zurechtkommt und nicht mit uns allen aus der Gruppe, sondern eben echt nur mit Nico. Wie wir das lösen wollen oder werden, ist noch eine offene Frage. Aber in dem Fall kann ich es verstehen, weil, wie gesagt, das habe ich gestern im Video aber auch gesagt, dass ich vollkommen verstehen kann, wenn man irgendwelche Menschen aus seinem Leben abkattet und da seinen eigenen Weg gehen will, weil man denkt, die ziehen einen runter. Das ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Mein Ziel in diesem Fall ist es halt natürlich, die Gruppe beisammen zu halten und uns zu hoch zu pushen.
Und sogar mehr als Bargisch. Bargisch veranstaltet ja das Yu-Gi-Oh! Turnier, damit wir als Gruppe wieder zusammenkommen. Wirklich alle. Und das ist halt sein großer Traum. Und ich glaube sogar, ich will, dass wir als Gruppe wieder zurückkommen und stark sind. Noch mehr als er. Und als Pitbull ist das halt mein Ziel. Mein Hauptfokus hat er auch gesagt, ich habe die Augen klappen und ich will nur dieses Ziel verfolgen. Und natürlich bin ich dementsprechend bereit, alles dafür zu geben, auch mich selber zu opfern. Also egal was wäre, ich könnte mir einen Arm brechen, ich würde trotzdem zu einem Treffen kommen. Oder ich könnte 18 Stunden am Stück arbeiten und dann, wenn die Jungs sagen, hey, lass uns treffen. Klar, ich bin da am Start mit meiner Kamera, weil das halt meine Art ist. Und Barisch Art ist halt, ja Leute, sorry, ich habe heute 1 Minute 27 zu wenig geschlafen und es ist um 5 Grad zu heiß, also ich kann nicht kommen. Ist halt so. Und deswegen eben dieses Missverständnis zwischen uns, weil für mich ist es egal, also wäre es egal, das ist nicht so schlimm, in meinen Augen, dass Nico halt ein bisschen Negativität verbreitet. Aber für Bargisch, und das war das Problem, dass wir seine Gefühle nicht nachvollzogen haben, was aber auch schwer ist, also wir sind keine Gedankenleser oder Therapeuten. Aber für ihn, er hat verlangt oder wollte, dass wir wissen, was sein Problem ist. Also für ihn war es offensichtlich klar, hey Leute, das ist doch offensichtlich hier, das Problem, das gibt's schon immer. Wieso supportet ihr mich nicht dabei? Und für uns Kleinigkeiten, auch so, was er zum Beispiel gesagt hat, Nico schuldet ihm immer noch Satoshi. Bargisch hat ihm mal Satoshi geschickt und dann hat Nico irgendwas gesagt oder gemacht, was ihn verletzt hat. Und dann hat Bargisch gesagt, hey, schick mir die zurück. Und Bargisch geht es halt nicht um den Betrag, sondern um die Geste. Und für uns ist es halt nicht relevant gewesen wegen dem Betrag. So, ja, die paar Euro, wen juckt's? Und ich glaube, Nico hat selber nicht gecheckt, dass Bargisch das irgendwie so wichtig ist. Weil hätte ich das gewusst oder verstanden, wie wichtig ihm das ist, dann hätte ich Nico irgendwann einfach beiseite genommen, ihm gesagt, hey, schick ihm das zurück, tu mir den Gefallen und ich gebe dir einfach das Doppelte, wen juckt's. Jetzt muss man herausfinden, wie man das lösen kann. Also Nico hat geschrieben, er ist trotzdem weiterhin am Start, hat kein Problem damit, auch selbst wenn ein Bargisch da ist. Solange er von Bargisch halt nicht genervt wird, 6 Bitcoin. Die Zeiten jetzt, die letzten paar Wochen, Monate waren chillig mit dem Stream, mit den Videos, war echt eine geile Zeit. Und wenn sich an der Stimmung für Nico nichts ändert, ist Nico am Start. Und jetzt ist die Frage, wie es mit Bargisch aussieht. Kann er damit umgehen? Ist das okay für ihn? Oder sagt er, ja, hey, solange Nico da ist, das beeinflusst mich negativ, mein Chakra, mein Ki ist da dann nicht in der Top-Performance, das geht für mich nicht. Ich brauche da echt, kann ich auch nachvollziehen, wie gesagt. Ich habe kein Problem damit, Leute aus meinem Leben zu streichen, also schauen wir mal, ob wir das regeln können. Aber zumindest wissen wir jetzt alle, was das Problem ist und jetzt geht es nur noch darum, das zu lösen. Oh, hallo, was geht ab, Leute? Es ist dunkel, es regnet, die Stimmung ist immer noch bedrückt. Ich habe ein Paket reinbekommen, das hat komischerweise sehr lange gedauert und jetzt checke ich auch wieso, das war beim Zoll. Ich habe nicht darauf geachtet, woher das geschickt wird. Immer darauf achten, Leute. Weil es echt nichts Besonderes ist. Es ist einfach so ein Teil für Quittung und sowas, Belege, wo man es einfach draufstecken kann. Ist halt echt gar nichts Besonderes. Hier ein bisschen scharf. Da kannst du so runterdrücken und dann hast du hier deine ganzen Belege. Schau mal, was so geht. Ich bin heute eigentlich den ganzen Tag beim Kollegen. Wir arbeiten an Hongstour. Seht ihr das? Oh mein Gott, ihr seht gar nichts, Regen ist zu heftig. Aber diesen Laden wollte ich mal abchecken. Ich gehe mal dran vorbei, also die haben jetzt sogar schon mehrere Locations hier in München. Aber ich habe nie gecheckt, was die machen, also was es da genau an Essen gibt. Da habe ich letztens einen Foodblogger-Kollegen, Kuss geht raus, gesehen, der hat das gepostet. Der meinte, er ist jetzt süchtig danach. Aber so wirklich gecheckt habe ich immer noch nicht, was es ist. Deswegen checken wir das mal ab. So, schauen wir mal. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das schon mal gegessen habt. Manti, ich noch nie, Teigtaschen. Klingt jetzt eigentlich nicht nach einem Streetfood und sah auch nicht so aus. Konnte zwischen mit Rind, also mit Fleisch und vegan aussuchen und dann Soße war immer fest und dann ein paar Toppings. Ich habe nur Walnüsse genommen. Also ein Topping kostet 1 Euro bis 2 Euro, also war schon teuer, das Topping allein. Also das allein hat 7 Euro gekostet, also war schon teuer. Also wie gesagt, es sieht nicht so aus wie
ein Streetfood? Wie, ist das die Tech-Tasche oder wie? So klein. Alter, ist das nicht viel zu viel Soße? Das ist ja, die Soße ist fast so wie Suppe schon. Boah, ganz schwer zu erklären. Und die Soße taugt mir so gar nicht, Mann. Die Soße ist so suppenartig. Ich will viel weniger Soße. Wirklich viel, viel weniger Soße. Boah, ich würde am liebsten das alles abtupfen und nur das essen. Ohne die Soße, Mann. Alter. Das war echt ein Kampf, weil die Soße hat erstens nicht geschmeckt und zweitens, das war so viel, das war so ekelig, Mann. Soße ist doch keine Suppe. Also mit Suppe wäre es vielleicht echt geil gewesen. Oder komplett ohne Soße. Aber so, boah, echt nicht, Mann. So, und wir gehen ja auch davor an der juristischen Ding, genau, vorbei. Und wir gehen an der, Wirtschaftsding vorbei, Richtung vielen Instituten vorbei. Ja, genau. So, mit dem Kollegen fertig. Währenddessen hatte ich auch noch ein Meeting, ein Gespräch mit diesen Groups-Leuten. Ja, schauen wir mal. Viel zu tun. Marketing für Hongsun muss demnächst starten. Plus die dritte Tour nebenbei alles fertig machen und dann, ja, hoffentlich funktioniert das alles. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Stimmung ist betrübt. Schauen wir mal, was so geht. Folgt uns gerne auf Instagram und Twitch. Hoffentlich werden wir am Freitag livestreamen. Eigentlich jeden Freitag. Schaut gerne vorbei. Ansonsten natürlich wie immer in Bitcoin investieren. Liken, subscriben, kommentieren. Und serious business. Ciao.